Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Auf der Suche nach einem leckeren Käse-Rezept, was in Handumdrehen zubereitet ist, habe ich da was rausgekramt, was insgesamt nur 3 Zutaten beinhaltet. Für die Zubereitungszeit müsst ihr ca. 5 Minuten einplanen, Backzeit 10 Minuten, dann noch ein bisschen abkühlen lassen und fertig sind die, ich glaube, einfachsten Nutella-Kekse, die ich je gesehen habe. Für die Kekse einfach das Mehl nehmen und in eine Schüssel geben. Dann das Ei aufschlagen und danach die 4 Esslöffel Nutella in die Schüssel geben. Alles gut miteinander vermischen, dann den Teig ausrollen, anschließend zu kleinen Keksen formen und im Backofen für ca. 10 Minuten bei 170 Grad ausbacken. Lauwarm sind die Kekse noch und die will ich natürlich direkt mal kosten. Viel gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die sind super, super lecker, leicht zu machen, einfach nur köstlich. Genauso sollte ein Keks sein. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also Leute, schmeißt den Backofen an. Die Zutaten sind unten verlinkt. Nutella, Eier und Mehl, mehr braucht ihr nicht. Also los geht's. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das nächste Video kommt dann wie jeden Tag morgen um 16 Uhr. Schaltet also wieder rein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Tschüss.